Weißt du was, ich bin ungeduldig. Hallo, Pingu. Na? So spät am Abend noch unterwegs? Ich schätze, ich bin auch so spät unterwegs. Na? Da. Oh Gott, ich wurde gerade nass, weil meine Katze sich über mir putzt. Wir machen. Weißt du was? Wir drücken auf einfach. Ist das ein lauter Sound? Wir drücken einfach auf weiter. Wir machen ja einfach weiter. Ich dachte mir, ey, ich lenke mich mal ein bisschen ab. Oh, das muss noch kurz. Frag mich, ob es funktioniert. Es ist schon 0 und 1, ja und? Darf man sich da nicht ablenken? Es ist schon, es ist abends, nachts. Kein wirkliches Gefühl für Zeit. Ja. Nee, es ist 0:06 Uhr. Also 0:07 Uhr. Wo ist denn? Warum ist. Hoppla! Dankeschön fürs Patzi-Patzi. Hallo, Papi. Mary Chrysler, Dankeschön. ja. Es ist spät, aber ich dachte mir, weißt du was? Lass du do it anyways. Mein Gott. Ist das Spiel auch so laut für euch? Vielleicht muss ich meine Kopfhörer nur runterdrehen. Ich war auch die ganze Zeit bei Streamern unterwegs. Habe gedacht, es wäre erst 22 bis 23 Uhr. Frohes Fest. Ja. Spiel gut. Ja, Spiel hoffentlich endlich fertig. Ist das eine Gojo-Katze? Tenno ist auch am Hin- und Herjagen. Ja, es ist Tag 15 und wir haben, glaube ich, nur bis Tag 17. Das heißt, oder wie die Dänen sagen, Lego. Was? Ach so, let's go, oder was? Spiel gut, Lego? Was? I am confused. Okay. Wir haben nicht mehr viel Zeit und ich habe meine Notizen vom letzten Mal verloren. Das heißt, die Blumen, die ich rausgesucht habe, weiß ich nicht mehr. Ich habe den Block irgendwo, aber nicht mehr auf meinem Schreibtisch. Naja. Lego. Leg Gott. Lego. Oh. Kling klonk. Leg Gott. Leg Train? Da, 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 da. Lego setzt sich ja den Wörtern Leg und Gott. Spiel gut. Oh. Okay. Ich meine, Spiel gut. Okay, wir haben das letzte Mal die Karte hier bekommen. Ich muss das ja wissen. Ja, gut. Wäre wichtig für dich, ja. Zumindest wenn du da gearbeitet hast. Okay, die Karte. Verfall macht Platz für neues Leben. Aus Tod Leben. Wie drehen Karte? Wir müssen einfach andersrum. Wir drehen einfach unseren Kopf. Der Kreislauf startet erneut. Westlich von White Scar am Fluss. Okay, westlich von White Scar am Fluss. Westlich von White Scar am Fluss. White Scar. Ich sehe White Fell. Right, Nut Scar Pile, Red Pike, Jake's Park, Randall. Das ist das Problem, ich komme. Ach, da! Okay, hier ist Westen am Fluss. Puppy lernt Fakten für Dummies. Was? Okay. Der sonnengebleichte Totenkopf fixiert mich mit seinem schwarzen Blick. Eine Mahnung. Aus dem Brustkorb des Skeletts wächst eine Pflanze. Einsammeln! Kopf drehen, ja? Mein Gott, das Spiel ist laut, oder? Manchmal.
Jetzt ist es meiner Meinung nach doch ziemlich laut. Hallo, Stream Deck. Lass mich. Nee, ist nicht laut. Soll ich wieder hochmachen? Da hat es. Nicht laut. Für mich laut. Angeblich lauter als meine Stimme. Haha. Eine neue Pflanze. Okay. Hallo? Warte. Ich muss nochmal. Stimmt heute Jesus Geburtstag, lass alle singen. Naja, geht. Was? Nur das Untertitel erzählen, was über D-Mark. Pingo, was sollen wir denn singen? Pingo, das ist wichtig, wenn man, wenn du jemanden hast an der Kasse oder ein Gespräch wie Tasek hast, ist das gut? Ja, I guess. Warte, wir hatten hier... Ich muss mir das nochmal aufschreiben, weil ich sonst vergesse. Ich habe so viel Papier um mich herum, aber weißt du was? Wird das... Für mich heißt Lego. Ja? Ja? Oh, der Klemmbaustein. Jetzt die Frage, soll ich mir das... Tasek hat mir im Prager Zoo einen Block mit einem Wombat vorne drauf geschenkt. Und das liegt hinter mir. Soll ich es da rein? Heat? Stream so spät zu später Stunde? Ja, warum nicht, ne? Lass mal frohe Ostern singen. We wish you a frohe Ostern. Ich habe heute schon gesungen in der Kirche. Ich muss zugeben, ich meine, ich habe das schon mal gesagt, ich bin nicht so die Person für Kirchen. Ja, ich habe gemerkt, dass so, nachdem Chris' Stream vorbei war, so, okay. Irgendwie ein paar Videos angemacht, dann war es, in meinem Kopf sind doch viele Gedanken. Ich muss mich strecken. Ja, weißt du was? Ich nehme Block. Ich habe so viel Unsinn um mich herum. Okay. Und ich habe es geschafft, dass das erste Mal seit meiner Kommunion. Ich habe es gehasst. Ja. Ich kenne eine. Also es gibt ja einige, die nur zu Weihnachten, weil Tradition und so in die Kirche gehen und ist um den Weg. Was? Ja, der Nau ist auch unterwegs. Ich weiß nicht. Ich habe hinter mir das, was eben gerade bei mir Krach gemacht hat. Das war eine Chipspackung. Aber ich habe keine Ahnung, wie Katzen es schaffen, immer alles zu finden, was Krach macht, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie so viele krachmachende Sachen gesehen. Vor allem finden sie es total interessant, Krach zu machen. Also, du, Plastikfolien. Ja, keine Ahnung. Seid ihr alle religiös? Ich nicht, gar nicht. Das war aber auch die Entscheidung meiner Mutter, zu sagen, wenn du Lust drauf hast, dann ja. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Was ich auch gut finde. Okay. Das ist erstmal der Leichenfreund. Und die Arbeit vom letzten Mal ist komplett dahin. Dann der Knöchelgreifer. Weil ich mir den Block nicht... Ich weiß nicht, wo ich mir den hingelegt habe. Keine Ahnung. Ich muss gerade herausfinden, warum ich keine Hopplas finde. Wie, du findest keine Hopplas? Geht es nicht religiös, ja. Bitte. Ich habe nämlich vergessen, die Frage des Tages zu ändern. So.
Ich bin ausgetreten, hatte Angst, mir die Haare für fest wie wegbrennen. Wenn mein Bord Hopplanoser macht kein Hoppla. Oh. Ja, Geschenkpapier ja oder nein? Es gibt Leute, die mögen kein Geschenkpapier und wie fancy. Ich liebe richtig fancy. Also, ich mache richtig fancy Geschenkverpackungen. Große Angst. Und löst Fluch. Und dann haben wir zuletzt Blütenblatt fürs schwarze Blut. Okay. Blütenblatt für schwarzes Blut. Geschenkpapier. Nein, lieber 3 Stunden Schnitzeljagd durch die Stadt und es in irgendeinem Blumenloch verstecken. Nosa mag Papier. Ja, ich liebe Papier. Ganz ehrlich, um es anzuzünden, ja, sonst ja. Nein, ganz ehrlich, aber nur mit Farbe. Nee, ich mag auch weißes Papier. Ich mag jegliche Art von Papier. Also wenn du mir irgendwie ein Geschenk machen willst im echten Leben, dann sind es meistens irgendwelche Blöcke oder Kugelschreiber oder, ja gut, Bleistifte sind auch gut, aber ich liebe Kugelschreiber und ich liebe Blöcke. Und ich habe manchmal so Stresskäufe, wo ich einfach in irgendeinen Laden reingehe, in eine Papeterie und mir einen Kugelschreiber und einen Block kaufe. Was ein bisschen armselig ist, ich weiß, aber nur mit weißes seine Farbe. Ja, gut, es ist aber, sagen wir mal so, bei der Papierherstellung hast du es so, dass du farbiges Papier, also Papier mit Farben einfärbst. Das weiße Papier, das wir kennen, das wird geblichen. Also der Prozess, je nachdem, welchen Prozess du nimmst, um das richtig weiße Papier herzustellen, nutzt du einen Papier, so ein Schaum, wie so ein Shampoo. Ich glaube, das heißt sogar Shampoo. Ich habe es erst vor 3 Wochen gehabt. Wo du dann so Papier, so Holz Hackschnitzel mit Holzhackschnitzel mit dem Shampoo wäschst und die Fasern so auflöst und das muss dann später noch geblichen werden. Ja. Deswegen. Papeterie, das Wort habe ich noch nie gehört. Eine Papeterie? Das ist einfach ein Laden, wo du dir Papier kaufst und Blöcke und sowas. Es ist kein Bastelladen, obwohl du auch im Was zum Cthulhu ist ein Holzhackschnitzel? Okay, Moment. Moment, das kriegen wir hin. Besser als teure Sachen kaufen. Papierbrei, Holzhackschnitzel. Kugelschreiber finde ich doof, aber neue Blöcke und so weiter gehen immer gleich. Das ist now. Was zum. Ja, Moment. Wir kriegen das hin. Welchen Browser nehme ich? Ich nehme den da. Ich habe nämlich mehrere Browser. Ein Holzhackschnitzel nutzt du unter anderem in der Papierverarbeitung, in der Papierherstellung. Aber Moment. Wo ist. Fenster? Welches Fenster ist das? Ja, sure. Aktivieren. Da, Holzhackschnitzel. Warte. Da, Holzhackschnitzel. Das sind Holzhackschnitzel. Es ist nicht so spannend, wie man sich's vorstellt. Aber ja, das sind Holzhackschnitzel. Was, Chris, bei dir noch alles okay wegen den Hackschnitzeln? Holz, lass die Kuh in Ruhe. Nee, es sind keine Holzspäne, es ist größer als Holzspäne. Es ist einfach. Bei der Papierherstellung wird erstmal die Rinde abgerollt und dann wird es zerhäckselt. Also, ja. Papinero.
sagt, also ich liebe es zu verpacken, dennoch muss es zum Event passen. Ich hasse es, wenn zum Beispiel das Paket hässlich eingepackt ist oder die Packung hat Feuerwehrautos und es ist für einen 20-Jährigen, wo es keine Verbindung ist. Für mich Glitzer, okay. Ja, ist ein Holzsplitter. Nein, die sind größer. Hallo, Ommel. Mary Crimbrim. Crimbob. Nee, mental nicht. Oh Gott. Hackschnitzel kann man auch machen beim Farming-Sim. ich muss zugeben, ich liebe alle möglichen... Also ich habe viel zu viel Geschenkpapier. Und ich gebe mir mal viel zu viel Mühe mit Geschenkverpackungen. Also ich habe auch so extra Zeugs. Also für Weihnachtsgeschenke zum Beispiel habe ich so kleine Christbaumkugeln und... dann so Holzausschnitte und Glöckchen und ja, und ich habe auch nur Stempel. Ja. Warte, ich wollte noch, heißt es denn... Wie war das? Nee, ich kann es nicht finden. Ist ja auch egal. Natürlich habe ich die, ja, klar. Einfach Verpackungsprofi-Nosa. Ich muss halt zugeben, ist halt bei mir so, ne? Wo ist mein Pflanzenbuch? Ich habe echt Angst, dass ich die Pflanzen verpasse. Klingt wie kurz vor einem kompletten Zusammenbruch. Nein, mir ist das nicht peinlich? Aber irgendwie ist mir das schon peinlich. die Frage, ob... Natürlich habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Ob das Ding hier, das Blütenblatt für das schwarze Blut, ob das heißt, dass man... Ups. Nein. Na. Da. Verwirrung. ob das Gegenmittel sein soll? Oder ob das Blut schwarz machen soll? Also ob es das Blut wieder nicht schwarz machen soll oder ob es dagegen sein soll? Nur soll nicht den Atomwaffenkoffel geben. Was? Was ist ein Koffel? Ja, sowieso nichts mit Atomwaffen an mich. Wäre viel zu paranoid. du hast einen Backstein. Du hast einen Backstein und willst ihm deinen Bruder schenken. Jetzt anrufen bei Nosa, so wird's auch. Ihr nutzloser Krabbers. Anschaulich. Ein cuter Koffer. Ein Koffel. Ein Koffel. Viel Erfolg beim Video. Bearbeiten. Viel Erfolg. Weißt, dass es nicht easy ist? Atomwaffen, ja, ja, natürlich, Pingu. Natürlich ist Pingu sofort Atomwaffen, Feuer, Bum, Bum, alles, was kaputt gehen kann. Deswegen habe ich den Stream angemacht. Papi packt mit ein. Ja, Chris und Pingu verstehen sich. Und Papi und ich, wir ziehen uns einfach Mützen an von Weihnachtselfen und dann sind wir Krimis Helfer. Arbeiten ist easy, motivieren und konzentrieren ist meistens eher das Ding. Ja, gut. Winke, winke. Meine Geschenke hatten mindestens 2 Zentimeter dicke Papiere, weil die Hälfte gerissen ist. Ich habe mein eigenes ich habe mir größtenteils meine Weihnachtsgeschenke selbst eingepackt. Und das war voll verwirrend. Ich habe extra, also meine Mutter so, dieses, hey, ich habe kein Weihnachtsgeschenk für dich. Bestell mal eins und pack es ein. Dann kam es an und sie, weil sie wollte unbedingt, dass ich was am Weihnachtsbaum auspacken kann. Also kam es an. Und sie wieder, ach ja, das musst du noch einpacken. Und ich so, ja, okay, hab's eingepackt, hab's dann unter den Baum gestellt. Und sie guckt dann heute drauf und so, wie, du hast das eingepackt? Ich dachte, damit kochen wir unser Abendessen. Und ich war so verwirrt.
Ich bin dann dieser Elf aus elf bloßen knuddelig. Ich hab den Film nicht gesehen, aber ich habe ja viele Filme nicht gesehen. So, ich klick mal hier weiter. Deswegen meine Verwirrung ist hoffentlich immer. Es war nicht Kabalia, die wir gebraucht haben. Liebesschloss, Bären, Stimulieren, Freundschaftsvertrag, Medizin. Losa hat das Haus eingepackt. Nee, ja, gut, ich hab. Lass mich gedanklich zählen. 6 plus 2 sind 8, 10, 12. 14, 16. Ich habe 21 Geschenke eingepackt. Ja. Auf ein Geschenk warst du besonders stolz. Das sah exakt aus wie ein Kothaufen. Wieso warst du darauf stolz? Wolltest du von der Verpackung her wie ein Kothaufen? Oder ein Pingo wünscht sich Atomwaffen, Bomben, Nitroglycerin und Flammen. Ist alles, was man zum Leben braucht. Na dann. Wie bei diesen Pranks, wo Leute kurz weg sind, wiederkommen und alles im Raum ist eingepackt. Ja, sowas könnte ich wahrscheinlich hinbekommen. Ich bin recht effizient im Einpacken. So. Überanstrengte Augen. Wie war das? Große Angst vor das Gedächtnisverlust. Das war das Schreien. Das war es nicht, glaube ich. Rosa ist flink. In manchen Dingen schon, in anderen nicht. Das ist genauso wie das hier, wo ich mir das nicht merken kann, was welche Pflanze machen kann. Konzentration. Ewigherz. Flüche aufheben. Das ist... Lange wäre Kund. Das waren die nicht. Herzkrankheiten. Mut. Gehör. Populär. Ich weiß, was ich mache, auch wenn meine Schwester heiratet. Nosa, wollen wir dann zusammen die Einliegerwohnung meiner Schwester einpacken? Müssen wir mal gucken. Das ist verdammt viel Geschenkpapier. Ich muss zugeben, es ist ein cooler Prank, aber dann tut mir das Geschenkpapier dann auch tatsächlich irgendwo leid. I guess? Ich weiß es nicht. Konzentrationsfähigkeit, das war nur so ein Deckel mit Trinkverschluss für marmeladenartige Gläser. Ah, das Geschenkpapier so drum zu wickeln, das ist immer höher und dünner wurde. Und am Ende war es ein pinker Kakao. Okay, Süßhaus kultivieren, Brittel herzustellen, voll vergrabene Schätze, okay, achso, Ebony, Höllentor, Gedächtnissabotage, Gedächtnissabotage, Sauerband, Tassig verteilt, dann Lego auf dem Boden, oh nein, das ist das Schlimmste, warte. Knöchelgreifer, große Angst, Leichenfreund. Ui, Folter. Da, Schnellschlinger. Dekorative Blume. Da war aber noch irgendeine Pflanze, die... Aha, Leichenfreund, da ist er. Die Teufelsnacht... Kappe? Die müssen wir auch noch identifizieren. Brudi, es ist ein Prank, kein Assassin-Auftrag. Ich glaube da einfach aus... Hatte recht damit.
Ich bin nicht artig, dass ich nicht artig bin, wenn ich so plane, okay. I mean. Okay, da ist das Dendra. Das könnte das eventuell auch sein. Die Dendra haben wir da. Das habe ich ganz vergessen. Schlaftrank. Was fehlt uns noch? Große Angst. Fingerbann. Irgendwo war das. Verzweifelte Hoffnung. Bisschen zu viel blauer Lore. Borstenfu. Mist. Das heißt, ich habe das mit der Angst verpasst. Hat das irgendjemand gesehen? Sieht das irgendjemand schon bei so einem schnell zusammen? Zop. Jetzt streame ich aber wirklich über die 936, oder? Ist das die richtige Größe? 1664 mal 936, irgendwie sowas. Ich hätte natürlich von hinten auch lesen können, weißt du? Zusammen, Idiot, habe ich es jetzt wieder. I'm an Idiot. Ich suche nur nach dem Wort Angst. Ich überfliege schnell und suche nach dem Wort Angst. Ich nehme nächstes mit Disenchantment auf Netflink durch bin, gucke ich Spikes Family auf Knusperrolle. Ich muss sagen, okay, ich habe jetzt, ich habe es einen Moment lang nicht geschaut. Aktuell ist ja eine Staffel. Und da fand ich es dann tatsächlich toll, dass es eine längere Arc gab. Also, ich finde es ganz süß. Ich mag Anya auch ganz gerne. So von ihrem Erscheinungsbild, von ihrem Charakter finde ich sie furchtbar. Also, es wiederholt sich teilweise ein bisschen für mich, deswegen. Was gab's eine längere Arc? Stell dir vor, also wie Spy X Family aufgebaut ist, ist, dass du diese kleinen Arcs hast, also Geschichtsstränge. Und manchmal hast du zum Beispiel 2, 3, 4 in einer Folge. Und da gab's mal eine über mehrere Folgen. Und der ist erst von 2022. Ja. Du kannst dir das bei Anime halt so vorstellen, wenn du es siehst von, das hat was zu tun, wie die Manga aufgebaut sind, weil du, das siehst bei vielen Anime tatsächlich, wenn die auf einem Manga basieren, vor allem auf einem Shonen-Manga, sind die ersten Folgen einfach nur kurze Geschichten, also so One-and-Done-mäßig, weil du dich am Anfang erst etablieren musst. Und dann wird es tatsächlich länger, weil du in den ersten paar Kapiteln kannst du immer noch abgesetzt werden, wenn du dich nicht hältst. Und manche behalten dieses Format einfach und andere gehen dann in ein längeres Format rüber. Zum Beispiel Katekyo Hitman Reborn. Katekyo Hitman Reborn, genau. Da siehst du in den ersten 26 Folgen das Anime. Ist es wirklich so, du hast, in einer Folge ist eine Arc vorbei oder du hast 2 kleine Story-Arcs. Und ab da, der Folge 26, wird es halt richtig lang. Dann fängt einfach, du hast am Anfang diese ganz kurzen Dinger, die 26 Folgen lang und den Rest, die restlichen 200 Folgen, ist einfach eine große Arc. Ein schonender Manga, ein Shonen, ein Manga, der eigentlich typisch an Jungs gerichtet ist. Da gibt es ein paar bestimmte Marker, unter anderem, wo es läuft, aber ja, ich finde die Einteilung inzwischen auch so ein bisschen überholt. Ja. Hummel hofft, dass Spikes Family ein Ende findet und nicht versucht, so lange wie möglich durchzuhalten, bis alles ausgelutscht ist. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, das leider häufiger passiert und ich
Ich muss zugeben, ich glaube, es wird passieren. Ich glaube, es wird passieren. Für mich ist der Drops auch schon ein bisschen gelutscht, muss ich zugeben. Also schon eine Weile. zudem ist es ein Prank, kein Assassin-Auftrag. Es ist meine Schwester, sagt Papi. Du darfst die Knallerbsen und Sachen verschenken. Was? Erschenken, verteilen und Chris macht mir Audios mit Saw-Anspielungen und ich mache eine 24-Stunden-Audios draus, wo das dann immer wieder kommt und das Tablet ist irgendwo versteckt, wo man nicht so einfach rankommt. Okay, ich muss zugeben, ich bin, ich habe mehrere Geschwister, aber die sind alle sehr viel älter als ich und ich würde sowas nicht machen und trauen, muss ich zugeben. Würde mir auch nicht einfallen. Bingo sagt, ich habe nur Atomwaffen, Bomben und Nitroglycerin, weniger schmerzhaft kann ich es nicht mal. Ach so, mit Weibers und so? Nee, es geht meistens um Freundschaft und es sind meistens Jungs, die je nachdem teilweise jünger sind, also so Middle School, so ab 11 bis sagen wir mal 16 ist so die typische Age-Range von so einem schonen Protagonisten. Und dann hast du zum Beispiel die Sportmanga, die da auch drunter fallen, und wo, also die Jungs-Sportmanga, die dann meistens in irgendeiner Highschool spielen. Und dann so, ja, wir sind, oder auch Middle School, ja, wir schaffen das zusammen. Dann gibt es auch noch so ein bisschen mehr in die Mature-Richtung tatsächlich, das dann halt für die 16-, 17-Jährigen. Bakuman würde da drunter fallen und da gibt es auch tatsächlich ein paar leichte Upskirts und sowas. Ja. ja, es gibt auch schon mit Autos, Fußball und Bumm. Aber so Autos ist dann ein bisschen älter, das ist dann Szenen, das sind dann ab 17, 18. Bald gibt's einen glücklichen Bingo. Ja, yes. Bah, Freundschaft. Chris will keine Freundschaft. das war das mit den Schreien, aber das glaube ich nicht. Es gab noch eins, wo stand, dass das große Angst auslöst, oder? Ja, deswegen, weil du... Weißt du, ich erkläre es mir jetzt einfach nur damit, dass das irgendwie ein Software-Update kam und dass deine KI überarbeitet wurde. Das hatte ich vorhin, ich weiß nicht, vielleicht hast du es übersehen, vielleicht wolltest du nicht antworten, weil du meintest, oh, ich glaube, ich gehe kaputt oder irgendwie sowas. Und ich so, wenn du kaputt gehst, Chris, an wen müssen wir uns wenden? An Weedle? An Ginger? An wen wendet man sich da? An deinen mysteriösen Papa? Urmel hat seinem Bruder eine Literflasche Maggi-Gewürze geschenkt. Durch die Verpackung sah es aus wie eine Whiskyflasche. Er hat sich beim Auspacken beschwert, wenn es ein komischer Whisky ist. Kann ich es behalten? Prank genug bis nächstes Jahr Weihnachten. An die Hotline. Oh, du hast eine Hotline. Warte. Okay, Investigation, Osa. Was ist deine Hotline? Was? Ich hab Ginger gehört. Bingo triggert. Ich würd mich so gerne einfach in solchen Momenten richtig groß machen, aber ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache, weil ich das nicht nochmal einbinden kann, mein Model. Weil jedes Mal, wenn ich es probiere, zerbricht alles in OBS. Wenn ich das nochmal machen will, mit größer. Deine Telefonnummer ist die 2. Was für Momente. Ja, weiß ich nicht, so nach dem Motto, oh, wenn ich so in welchen dran gegangen und hätte meinen Schnauzer angezogen. Es wäre halt lustig, wenn der Schnauzer auch reinfliegen würde. Oder wenn ich einfach so, das Gesicht ist halt weit weg, ne? Vielleicht mache ich das mit den Filtern. Aber das ist halt auch unangenehm, ne? Da ständig alle Filter zu machen.
bei Vatador gibt es zum Beispiel unterschiedliche Dings, unterschiedliche Camps, die man einstellen kann. Okay, 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 okay. Das ist ein blauer... Warte. Ich kann mich auch rein theoretisch so größer machen, indem ich... Da verschwinde ich aber langsam. Da. Jetzt sieht man's besser. Ja. Ja. So kann ich mich rein theoretisch größer machen, aber will man das? Nee. Okay, ich bin immer noch nicht weiter mit welches jetzt Angst machen soll und welches nicht. Ich unterhalte mich zu viel mit euch. Das war das Jünger. Paralysieren. Das tut weh. Das ist Mut. Das ist Herzerkrankungen. Kannst du das nicht im Programm positionieren? Leider nicht. Das ist leider immer zentriert. Also, kann ja mal. Dann müsstet ihr es sehen. Das ist leider, siehst du das Kreuz da unten, das Zentrum? Darauf ist es zentriert. Ich kann da nichts verschieben. Was ein bisschen unpraktisch ist, aber gut. Sad. Ja, ich weiß. Es ist sad. Ich habe auch geguckt nach anderen. Und an sich könnte ich ja auch das V-Raid-Modell nutzen und so. Ich habe ja auch unterschiedliche Klamotten inzwischen. Ja, ich habe unterschiedliche Klamotten, ja. Aber... Da müsste ich ja das Licht anmachen. Also noch mehr Licht anmachen, als ich gerade habe. Und bewegen und so. Ich bewege mich so ungerne. Schrägstrich, ich bewege mich zu viel. Und mit VC-Face kann ich es nicht machen, weil das meine Augenbrauen immer nimmt. Und dann sagt es, oh, du machst aber ständig die Augenbrauen. Du bist aber so erschreckt, die Augenbrauen sind ständig oben. Ich habe es sogar ausgestellt. Da habe ich keinen erschreckten Gesichtsausdruck. Kannst die OBS-Quellengröße per OBS-Plugin ändern, eventuell auf mit Smoothness. Kannst die OBS-Quellengröße per OBS-Plugin ändern? Okay, dann muss ich Plugin suchen. VC-Face-Schmutz soll weggehen, ja. Ja, Svaldo hat halt keine Gesichtsausdruckerkennung für mich, weil ich kein iPhone habe. Ich habe keinen angebissenen Apfel. Farben herzustellen, das ist Süßhauch. Wo um alles ist die Pflanze, die Angst macht? Wo um alles ist Pflanze, die Angst hat? Wo ist Angstpflanze? Glück? Dekorativ, schmerzhaft, Schnellschlinge. Erinnerungsvermögen. Jetzt sollte ich es geschafft haben. Ich bin so kurz davor. Ich höre deinen Punkt. Hochgiftig, Wahnsinn. Soll Angstsymptome lindern, also das nicht. Soll große Angst das ist. Warte. Ja, Leichenfreund. Warte, wo stand noch ein anderes Name? Ja. Okay. Meine Mama ist sicher stolz auf mich. Tja, ich weiß nicht, worauf deine Mutter stolz ist. Aber sicherlich, ich bin stolz auf dich. Ich bin nicht deine Mama, ich bin einfach die seltsame Tante mit dem blauen Mustache aus dem Internet. Warte, jetzt bin ich in der Katze. Ich finde das so witzig. Ich bin so froh, dass ich das eingebaut habe. Ich brauche mehr Outfits. Jetzt fühle ich mich wie Marvin. falsches Modell. Ich meine, ich könnte...
Nee, nee. Ich hole Marvin jetzt nicht ran. Aber Marvin könnte ich auch auf einen Knopf drücken. Hallo Pingu-Mama, bist du stolz? Ja, cool. So, Beziehungen stärken. So, Fingerbann. Das ist der Kater. Führt zu Gold. Wird teilweise wegen... Ah, da! Witwenleid! Ich hab's! Okay, jetzt müssen wir es nur noch identifizieren, dann später. Aber das machen wir. Wir machen erstmal Bling. Bling! Face! Das hast du, weil du in den Ferien gehst. Ich muss zugeben, ich hab ein Problem. Ich habe irgendwo mein Smartphone, aber ich weiß nicht wo und der Akku ist leer. Weil ich vorhin vergessen habe, Kupo auszuschalten und Kupo war auf meinem Smartphone, während ich in der Küche gekocht habe. Das heißt, irgendwo ist mein Smartphone ungeladen und ich kann es... Ich hoffe, ich finde es wieder. Oh, Entschuldigung. Aua. Okay. Ich habe mein ganzes Leben lang in Andamir verbracht und die Menschen noch nie so besorgt erlebt. Alle sprechen über die Schwesternschaft und den Diener. Irgendjemand muss etwas unternehmen, um diese Bestie aufzuhalten. Oh Gott, was sind wir? Kupo wieder so. Ja, genau. So, endlich das Hoppla gefixt. Ja, congratulations. Ich habe mit einer Frau aus Arnside gesprochen, die mir von einer Höhle in der Nähe erzählt hat, dass ihre Mom noch nichts wegen dem Akku gesagt hat. Ja, die schläft gerade. Ja, ich bin ja da, deswegen muss sie mich nicht tracken. Ich weiß, wo in deiner Wohnung. Ja, ich weiß. Das wird auf ewig ein Meme bleiben. Nein, was heißt auf ewig? Aber es wird eine ganze Weile ein Meme bleiben mit dem Lad dein Handy. Du hast nur noch 36% Akku. Sie hat Mittagsschlaf, lass sie in Ruhe. Mit der Nachtschlaf, oder? Ich habe mit einer Frau aus Arnside gesprochen, die mir von einer Höhle in der Nähe erzählt hat, die Einheimischen fernhalten. Scheinbar wächst dort eine seltsame Pflanze, doch die Höhle soll heimgesucht werden. Leider war sie nicht sehr präzise, wo sich die Höhle befindet. Irgendwo im Osten war alles, was ich aus ihr rausbekam. Aber ihr habt das Nosa gehört, oder? Lad deinen Stift, lad dein Handy. Ach, Nosa. Na gut, ich hau erstmal ab. Lasst euch von der Holzkohle. Lasst euch eure Holzkohle schmecken. Dein wunderschönen Abend. Du dir auch. Nee? Ginger, jetzt verarschst du mich, oder? Ich hab's doch extra nochmal. Warum macht es das jedes Mal? Warum? Ich hab's Ach, extra. Nosa. Wo ist Arnosa Soundscape? Wann habe ich das eingeführt? Warum bin ich schon bei 73? Ich habe das vorhin, ich habe den Bot gestartet und das nochmal eingefügt. Ich muss es jedes Mal, muss ich da auf Einstellungen gehen und dann genau dasselbe Fenster mit genau demselben, mit genau derselben Bezeichnung. Und alles muss ich... Ach, Chris. Schade. Deswegen habe ich Test. Yep. Ich meine, das Problem ist, dass ich es höre und dass es bei mir auch ausschlägt, auch wenn ihr es nicht hört. Irgendwo im Osten. Okay. Westlich von Arnside. Wo ist Arnside? Arnside? I mean, Cave und so. Okay. Akzeptiere ich. Hab nix gemacht. Sollte man bannen? Puppy's Mord? Oh, ja.
Ich lock in, weil locken im Lock wegen Lock und ich muss Lock wegen Lock. Verstehst du, Lock? Okay. Ich verstehe. Ein dünner Riss verläuft entlang der Oberfläche des Steins und verbreitert sich in Richtung Boden, gerade breit genug, dass sich jemand hindurchschieben könnte. Doch es gibt ein Problem, ein großer Stein blockiert den Eingang. Er ist zu schwer, um ihn zu bewegen. Bauernsorge, okay. Warte. Ist nicht die Bauernsorge ein Pilz? Okay. Dann schätze ich, ist das die... Haben wir die Bauernsorge? Wir haben ja... Ich verstehe nur Lock. Muss, irgendwas muss ich auch können, außer Leckerlis klauen. Klaut Leckerlis aus Chris Code. Oh Gott. Bischofs... Warte. Was steht denn dabei? Rote Jurte, schwammige Textur? Ja, es könnte der sein. Probieren wir es mit dem. Yay! Das ist die richtige Pflanze. Warte. Aber wie viele Pflanzen werden wir noch finden? Wie viele... Okay. Bauernsorge. Das ist eine schlimme Pflanze. Was? Generiert weitere Leckerlis. Der Bug funktioniert noch. Grob 3? Ja, grob 3. Hier ist noch ein bisschen Platz. Gibt es? Es gibt sicherlich ganz viele Easter Egg Pflanzen, die man einfach nicht so beim ersten Mal durchspielen findet. Warte. Damit die auch an dem richtigen Ort landen, packen wir uns hier hin. Ich bin überrascht, wie einfach es mit Bauernsorge ist, den Stein wegzurollen. Als ich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt habe, entdecke ich mehrere Gruppen von Pilzen, die hier wachsen, und sich verzweifelt zu dem schmalen Streifen Licht lehnen, der durch den Felsspalt scheint. Easter Plants, genau. Wir haben Pilze gefunden. Pack sie mal nach hier oben. Da. Dann können wir das ins Archiv packen. Ich werde die noch identifizieren müssen. So, machen wir wieder zu. Bing! Aber kann ich mich nicht erinnern. Da war irgendetwas Wichtiges. Ich bin mir ganz sicher. Aber da ist jetzt nur noch Dunkelheit. Sauerband. Okay. Sekunde, ich muss mal Sauerband finden. Sauerband. Sauerband hilft bei der Gedächtniswiedererlangung, ganz besonders, wenn das Gedächtnis absichtlich sabotiert wurde. Der Name der Pflanze kommt daher, dass die große Stamen, wenn auch essbar, extrem bitter schmeckt. Okay. Nein. Ich verwechsel die Knöpfe ständig. Okay. Das da? Ist es nicht. Was könnte das sein? Ein unangenehmer Geruch? Warte. Eine der Pflanzen, die wir hatten, war ein unangenehmer Geruch. Blüten sind sehr zart. Nee, das ist es nicht. Das hier vielleicht. Definitiv. Die Blätter sind auf der Unterseite weich und glatt. Das große Stamen scheint die Quelle des sauren Geruchs zu sein. Wir probieren's. Yay! Es kommt zurück. Es ist in einem Traum passiert. Die Frau mit der Jademaske hat mich angeschrien, dass ich rausgehen soll. Doch stattdessen bin ich tiefer hineingegangen. Ich habe den Geist der Kreatur getreten. Es war wie in einer Finsternis, wie in ein finsternes Schwimmbecken hineinzugleiten. Eiskalt und niemand weiß, was unter der Oberfläche lauert. Ich fühle mich mächtig. Doch dann passiert plötzlich etwas. Sie riss mich heraus und mein Geist wurde schwarz. Ich bin in letzter Zeit nicht ich selbst. Okay. Wild. Sauerband. Wundervoll. Da. Haben wir hier noch Platz? Nein. Offensichtlich nicht. Okay, dann bleiben wir hier vorne. Ach, dass man tatsächlich alle findet.
wild. Gehen wir noch mal kurz zu meiner Liste, weil... Hallo und nicht ich selbst, ich bin Chris. Guten. Guten. Ups, vielleicht können wir da... Schneeschlinge, der Ver... Okay. Entschuldigung, das war... Das war die Katze. Komm her. Ja? Nicht ans Mikro, bitte. Dankeschön. Schneeschlinge, der Verschwinder, Knöchelgreifer und für immer mein sind nur einige Namen dieser Pflanze, die den geneigten Leser bereits eine Ahnung bezüglich ihrer Eigenschaften geben dürften. Ist man erst einmal gefangen, gibt es keine Möglichkeit, sich selbst ohne Hilfe daraus zu befreien. Die Schnellschlinge hat kleine herzförmige Blätter. Da, kleine herzförmige Blätter. Haben wir denn eine Pflanze mit kleinen herzförmigen Blättern? Ui, Schnellschlinge hat loser geschlingt. Genau, Katze. Ist. Da. Wir haben's! Das ist also die Schnellschlinge. Die brauchen wir. Ja, Yuki könnte man auch als Schnellschlinge bezeichnen. Okay. Das heißt, die haben wir hier. Ganz kurz, das Witwenleid haben wir auch noch nicht identifiziert. Borstenfuß. Zierliche dunkle Blüten, die aus einem Bett langer, dünner Blätter herauswachsen. Okay. Das hier? Die Blüten sind dunkellila gefärbt. Zierliche dunkle Blüten, die aus einem Bett langer, dünner Blätter herauswachsen. Jetzt ist das Problem, dass das die sein könnte. Dunkelblaue Blüten riecht wie süßer Barbaba. Das glaube ich nicht. Die sind nicht klein genug. Was hat es dazu gesagt? Achso, nur das. Das ist halt so gemein, wenn du das nicht so bekommst. So, ich schreibe dann mal Fakten zu Papi. Ich kann das verständlicher schreiben als ChatGPT, glaubt mir. Ja, ChatGPT ist, es kann vieles, aber vieles halt auch nicht, ne? Was fehlt ist den ältesten Sporn? Die ältesten Sporn haben wir tatsächlich. Das muss ich nur finden. Wenn es das tatsächlich ist. Da. Ältesten Sporn. Ich würde behaupten, dass das das Richtige ist. Dann die lange... lange Verekund. Die finden wir auch sicherlich. Ich will mich halt vorbereiten für... Ich bereite mich schon viel zu lange darauf vor. Okay, ich weiß. Ich hab ein bisschen Angst vorm Ende. Ich wünsche, das Ende ist und so. Was mache ich dann? Ja gut, ich weiß, was ich mache. Aber ich habe Angst, dass ich hier total verdaddel. Okay. Warte, Teufels Nachtkappe. Einen leichten, angenehmen Geruch, nicht unähnlich dem von Kiefernadeln. Das Kochen der Wurzeln Essig. Ups. Weiß nicht, worum geht, außer Blume. Ja, das kann ich dir tatsächlich erklären. Sagt da ja nix. Es geht darum, dass, ich kann dir die Biografien zeigen. So ein bisschen. Also. Diese Lady... die ist in den Traum von der, die wir eben gesehen haben, aufgetaucht. Sie hier hat nämlich einen bösen, dunkle Bestie heraufbeschworen, den Diener, weil sie, keine Ahnung, ich
bin der Vermutung, dass sie die Tochter von einem der Dudes hier ist, die abgehauen ist. Und sie möchte im Grunde die Menschen umbringen. Und es sind mehrere Morde passiert in dieser Welt, die wir so mitbekommen haben. Und alles wild, alles wild. Und aktuell versuchen wir, deswegen sammle ich die Pflanzen hier, da versuche ich die Pflanzen zusammenzusammeln für das Ritual, damit man den Diener, diesen dunklen Gott, aufhalten kann. Jo. Basically it. Warte, ich brauche meinen Investigation-Bart wieder. Da. Muss ihn nicht mehr rausschnüffeln, ich muss nur investigaten. Kiefernadeln. Das ist definitiv nicht die Pflanze. Das glaube ich aber irgendwie beißen, das glaube ich auch nicht. Keine Sklungen. Scharfe Dornen wachsen entlang der Ränder. Ja, das ist recht auffällig. Ziemlich unangenehmer Geruch. Ja, wild. Ich glaube, wir haben die Pflanze noch nicht, die wir brauchen. Deswegen mal springen. Ich verstecke das nochmal kurz. Meine Frau hat, mit der ich seit 30 Jahren verheiratet bin, stirbt. So wie es auch tut, das anzusprechen, so ist es doch die Realität. Der Arzt sagt, dass wir nichts tun können, aber ich kann nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Ein Mann aus dem Hospiz hat etwas von einem pflanzenbasierten Elixier gesagt. Das war sicherlich nicht für meine Ohren bestimmt, aber seitdem kann ich ja nichts anderes mehr denken. Ich bin mir der Risiken bewusst, doch kein Preis ist mir zu hoch, wenn ich ihren Tod verhindern kann. Bitte, ich flehe dich an. Ach nein. Ich will das nicht kochen. Okay. Oh, da dürfen wir... Warte, den Betroffenen die Seele. Das heißt, ihre Seele ist auf dem... Ja, dass die dann nur noch eine tote Hülle ist. Ganz ehrlich, ich würde Leute einfach gehen lassen. Mein Stift will nicht mehr. Ich muss zugeben, auf meinem Blog, ich werde jetzt nicht die Tastatur hochheben, aber ich sehe einfach nur noch irgendwas, Chris. So, hoppla. Ich habe keine Ahnung, was ich da gesagt habe, aber geschrieben habe, aber ich werde es schon wieder herausfinden. Arbutum Alacritas Maculosus Retinensia. Ja, nee, ich muss wahrscheinlich hin. Also ich muss das wahrscheinlich aufschrauben, reinblasen. So wie man es bei Kugelschreibern öfters machen muss. Aus eigener Erfahrung ist es besser, Leute gehen zu lassen, ja. Also wenn sie dann als leblose, tote Hüllen dann irgendwie unter einem weilen, das ist auch viel zu krass. Wir fangen einfach bei der 1 an. Arbutum Alacritas Maculosus Retinensis Fortis. Okay. Da. Okay, das heißt, wir brauchen eine Kabalia. Können ja schon mal hier rüber. Eine Kabalia war... Butterknopf, 6 Blütenblätter. Warte, welche hat 6? Das ist keine 6. Das ist es auch nicht. Ich habe total die Übersicht verloren. Hilfe, ich habe zu viele Pflanzen. Was ja an sich nichts Blödes ist, dass man eine gute Pflanzensammlung hat, aber da, eventuell auch nicht. Ach, nicht das Beste. Okay. Das nächste ist Maculosus Retinensia und Mens Fortis. Warte, jetzt habe ich nicht auf die unten drunter. Natürlich ist da, wenn da Drantium drin ist. Junge, warum Pflanze die nicht gut? Warte, Drantium war eine hübsche Pflanze. Da.
Die Winter. Von Totzi, Fieberkurs, Hexenfück, Sorgenfrei, Harlekin Blau, Gewöhnlich Kraut, Lärchenscheuer, Norholz, Solomons Zepter, Vergoldete Dinder, Aschseele, Bergblüte, Hopferz. Ich sage ja selber damit, ich keine lebenserhaltende Maßnahmen will. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Dann komme ich als Geist Leute nerven. Dann helfe ich jemandem, wie die zu mir waren. Okay. Willst Rettichskraut, Hesselkind? Ja? I mean. Da ist es, Stratium. Kommt drauf an, aber oftmals ist es wahrscheinlich auch nicht so gut. Ich hätte nach Alphabet geordnet. Jetzt nach Alphabet geordnet. Oh, stimmt. Oh, hier ist noch eine Pflanze, die ich. Noch eine Warte, was kann denn. Das ist sie! Das ist die letzte Pflanze, die wir brauchen! Das sind fünf! Ja? Ja, da hast du tatsächlich recht. Aber kompliziert uns so, oder? Das jetzt noch nachhinein zu machen. Weil die kamen alle so nach und nach. Ja. Ich bin ein Stück cleverster. Okay, wir brauchen noch Maculosus Retinensia, was auch. Man könnte es noch so sortieren, warte. Aber ja. Das Spiel ist fast voll bei Hahnenspann. Oh, das haben wir noch nicht entdeckt. Okay. Die Früchte von Hahnenspann haben einen beeindruckenden Effekt auf das Gedächtnis. Schon kleine Mengen könnten zu einem kurzzeitigen Gedächtnisverlust führen. Das Ding ist einfach nur ein Gift. Doch in größeren Mengen führen sie sogar zu schweren Amnesie. Okay, nächste halbe Stunde erstmal Pflanzen sortieren. Die schwulstige Knolle besitzt eine ungewöhnliche Struktur. Sie wächst in Schüben, wodurch sie streifig erscheint, wenn man sie aufschneidet. Okay, wenn sich die äußere Schicht härtet und blaugrün färbt, ist sie bereit für die Ernte. Okay. Blaugrün, oder? Ja. Türkisfarben. Tja. Nutzen wir mal als Hahnspann. Bing. Dann war das tatsächlich Hahnenspann. Dann können wir da auch das Ding dran machen, dass das ein Hahnenspann ist. Wundervoll. Dann kann ich das hier reinmachen. Und das ist das. Warte, wo ist es? Verdammt. Junji, wie du willst. Bitteschön. Ich kann sie nicht wegschicken, deswegen. Havarak, hübsche blaue Blüten, die den Stiel dieser beliebten Pflanze zieren. Okay. Bing. Tut mir leid, Katzi. Was für einen niedlichen Laden du hast. Ich bin nur auf kurzer Durchreise in der Stadt, aber ich habe gehört, dass man bei dir etwas Leberstein bekommen kann. Leberstein. Leberstein. Beim Umgang ist Vorsicht geboten, da der stark paralysierende Wirkstoffe enthält. Leberstein ist ein Pilz mit einem spitzen Hut. Akzeptiere ich. Dunkel und beeindruckend. Komisch, meine Fingerspitzen sind leicht taub. Ja. Pflanze benutzen. Bing. Ich kenne nur Nierensteine. Ja, Lebersteine wären wild, oder? Das U wird lang. Tum. Okay. Diese Blume wird manchmal mit dem Tod in Verbindung gebracht. Tum wird als Duftstoff in Seifen und Kerzen verwendet. Warte. Die Blume wird in Verbindung mit Tod gebracht, aber man packt es in Seifen rein und Kerzen. Wild.
Ich krieg dieses. Ich versuch's irgendwie weniger zu nutzen, aber ich krieg dieses Wort nicht los. Mann, warum hast du mich damit angesteckt? Ich weiß, du kannst nichts dafür, aber. Ah. Oh. Ich kann ihn nicht mehr kontrollieren. Das ist alles zu weit gegangen. Oh oh. Ich wollte nie, dass er meine Schwestern angreift. Er ist viel zu stark. Ich versuche ihn zurückzuhalten, aber Junja. Er will. Das habt ihr mal gehört, oder? Das. Was war das nicht zu hören? No. Was ist das? Also doch gehört. Das ist eventuell eins der Secrets. Da fehlt eins S. Das ist falsch geschrieben. Junja. Das ist aber nicht das Text-to-Speech, das könnt ihr auch ausprobieren. Ja, siehst du, das kannst du aber nicht immer spammen, damit nicht ständig Junja, 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 Junja kommt. Aber Text-to-Speech funktioniert Junja. Auch. Ich habe eine Webseite gefunden, die Text-to-Speech, die mehrere Katala-Wörter hat und also Katala-Stimmen hat und nicht nur die eine. Und deswegen. Aber ja, du kannst. In den Dschungel zu seiner Schlange. Sword of Raming sagt, Junja jet in den Skunjel zu seiner Sklange. Oh. Okay. Warte. Vielleicht. Ich wusste nicht, was regular heißt. Deswegen dachte ich, vielleicht heißt regular, dass Leute öfter da sind. I don't know. Ich kann auch. Regal. Ungrouped, warte, text to speech. Es gibt sowieso 30 Sekunden Cooldown dafür. Wo sind die Berechtigungen da? Machen wir das einfach rein. So. Jetzt passt's. Jetzt muss ich speichern. So, gespeichert. Was muss ich machen für Text-to-Speech? Du brauchst das Mix-It-Up-Overlay, das du einbindest in deinen Dings. Also du musst erstmal Mix-It-Up runterladen, wenn du das Mix-It-Up nutzen möchtest, natürlich. Das dann mit OBS verbinden, also das WebSocket-Verbindung, aber das ist da beschrieben. Dann auch noch, im Programm wird auch noch beschrieben, wie du das Overlay einbindest. Und dann brauchst du noch einen Command für Text-to-Speech und dann kannst du dir da eine Stimme aussuchen. Warte, ich könnte auch noch, ganz kurz. Eine Command. PTS Deutsch, dann könnten wir. DTS. Sure. Dann ist da ein. Warte, ich wollte nämlich. Opinio Wasnero sagt, Junja das Overlay will be mirmi. Ja, ich kann mal gucken, Moment. Voice wollte nämlich die Deutsche Mail. Safe. Warte, muss ich das? Warte. Let me check. Ja. Okay. Safe. Oder einfach nur. Warte. Müsste doch eigentlich. Funktioniert so? Bitte. Probieren wir es mal aus.
DDSUW, geht das? Hallo Chris, ich kann auch machen Sachen. Warum ist die hier aber dann wieder so ein bisschen crinkly? Dang, auf der Seite war die besser. Es gibt gute deutsche Wu-Voice. Leider nicht. Scheinbar doch nicht. Junge, das Overlay will bei dir nicht. Warte, Webhooks war es nicht. Es war Services. Services Overlay, du musst das als Browser Source reinpacken und dann OBS rechts aussuchen. Oder vorher erst das aussuchen. Je. Yeah. Und dann kannst du Test Connection und wenn es sagt, Connection funktioniert, dann klappt. Das klappt alles nicht. Okay, was wollte ich? Er ist viel zu stark. Ich versuche ihn zurückzuhalten, aber er will töten. Das ist alles, was er will. Tod, tot, noch mehr tot. Das ist Pingu. Oh, wir haben Pingu gefunden. Du musst mir helfen. Okay, Witwenleid oder Totenmannsfinger. Okay. Suche gute deutsche Female Voice. Ja, ich kann. Die Female Voice können wir auch nochmal ausprobieren. Im live in Bund und in Farbe. Ich weiß nicht, ob es da ein YouTube-Tutorial gibt. Ich kann ja was filmen, I guess. Und dir dann schicken. Dann ist aber kein YouTube, aber von einer YouTuberin, I guess. DDS, weil deutsches Textsystem. So, deutsches Textsystem. Das klappt nicht so gut. DDS deutsches Textsystem XD, das klappt nicht so gut. 11 Labs hat 10.000 Zeichen im Monat, das reicht nicht, leider. Ja. Aber mit der Catalan Mail finde ich es halt gut genug. Weil ich es witzig genug finde. I mean. Es ist halt interessant, wie viele Sprachen man einstellen kann. Nepali, Mazedonien, okay. Nee, Bombe ist es nicht. Tatsächlich war es irgendwie auf der Seite tatsächlich angenehmer, aber I don't know. Pupilio Basnero sagt, Mobile ist ein Junge der auf ein Sklangerin fall. Was Gutes für Clem? DDS, I don't know, mal sehen, was passiert. Das Latin. Klingen alle so alt. Naja, weißt du, wenn du. Ich weiß es nicht. Da ist noch keines drin, deswegen. Deswegen Pitch-Regler. Ja, ich hoffe, dass das klappt mit dem Ding, was funktioniert. Switch aufs Handy. DDS Opfer. Sugeri. Okay. Koreanisch ist wild. Ja, Deutsch ist leider nicht so heiß. Was so ein Text-to-Speech anbetrifft. Guess. Auf dem Handy. Ich frag nochmal. Ja, ich drück dir die Daumen, dass es klappt. Ich habe ihren Namen nicht auf der Pfanne. Luminariink? Luminariink. Nicht Luminary, Luminariink. Die Person, die das macht, I don't know. So, Witwenleid oder Totenmannsfinger? Witwenleid, was macht Witwenleid? Ich habe immer das Gefühl, dass das obere das bessere ist.
soll Angst auslösen, wird teilweise wegen seiner... Okay. Oder der... Nein, das ist keine gute Auswahl. Totenmannsfinger, ich weiß, was das ist für eine Pflanze. Dieser Pilz kann typischerweise in dichten Wäldern gefunden werden, wo er durch Mulchen durchragt. Auf den ersten Blick sieht er so aus, als würde eine Leiche aus dem Boden herausgreifen. Soll den Geist stärken, klären und schärfen. Okay, dann definitiv das. Bitteschön. Fleischfressende Toren? Im Norden, nach dem unglücklichen Ableben des Andrew Jardine, auch als Andrews Fluch begann, er wurde von einer großen Spezies der Toren gefangen, bei lebendigem Leibe verspeist. In der okkulten Welt verehrt man die Pflanze. Ein Querschnitt des Stils der Toren offenbart eine fünfeckige Symmetrie. Wild. Bing. In letzter Zeit hört man unten bei der königlichen Eiche Gerüchte über eine Kreatur namens Dina, die herumläuft und Leute umbringt. Früher bin ich gerne in den Bergen spazieren gegangen, aber jetzt wage ich es nicht einmal mehr, mein Haus zu verlassen. In der Zwischenzeit habe ich mich dazu entschlossen, die Natur einfach zu mir nach Hause zu holen. Der Schein von ein paar Feenlampen würde mein Herz sicher werden. Glühhorn. Haben wir denn schon ein Glühhorn? Nein, haben wir nicht. Okay. Das Glühhorn oder auch Waldlaterne oder Feenlampe ist phosphoreszierend und beleuchtet so die Bäume, unter denen es steht. Argwöhnische Reisende vermeiden es, sich ihm zu nähern. Sie vermuten, dass das Licht sie in ihr Verderben locken würde. Okay. Das heißt, eine leuchtende Pflanze? Ein leuchtender Pilz? Bitteschön. Fabelhaft. Das ist ein Glühhorn. Glühhorn. Okay. Wir reisen nochmal hin. Moment. Wenn ich kann, dann kann ich, ne? Da ist die große Eiche. Eine große Eiche. Da will ich hin. Ein riesiger Baum steht vor mir, unfassbar hoch und breit. Größer, als ich mir jemals ein lebendiges Wesen vorgestellt hätte. Seine Oberreste ragen in den Himmel. Okay, ich bin nicht südlich genug gegangen, aber okay, Tag beenden. Wir haben einen Tag geschafft. Oh Gott, wir sind schon eine Stunde dran. Yay, es ist schon nach 1 Uhr nachts. Am Schloss aus, im Osten. Oh Gott, ist das der letzte oder der vorletzte Tag? I'm so scared. Am Schloss aus, im Osten, über den Fluss und durch den Gebirgspass wächst es am Rande des Waldes. Endlich hatte sie die Macht, nach der sie sich all die Jahre gesehnt hatte. Einen Diener, der das tat, was sie wollte. Doch diese Macht hatte einen Preis. Der Diener wurde erweckt, doch sie konnte ihn nicht kontrollieren. Er war der Dendrew, die Furcht. Er war der Tod. Oh, Skandal, also es ist doch die Tochter. Scandalous. Tag 16, Samstag. Okay. Machen wir die Karte. Vom Schloss aus im Osten. Welches Schloss? Das da oben? Das da? Über den Fluss. Okay. Über den Fluss. Durch den Gebirgspass wächst es am Rand des Waldes. Hier. Die Bäume schwingen mühelos mit der kühlen Brise mit. Das stete Geräusch von zirpenden Grillen wird vom Wind mitgetragen. Ein Gefühl von Ruhe überkommt mich und ich werde mit einem neuen Fund belohnt. Scandalous. Meine Junges, ich glaube, das ist eventuell die Pflanze, die wir gesucht haben. Sie bewegt sich schnell für eine Pflanze. Aber die andere sagt doch, dass das herzförmige Blätter sind.
Aber das würde ich doch eher von einer. Oder? Das ist doch eher diese Schnellschlinge. Weil die. Oh no. Pupigi ho vas nero sac. Es guany mal en junjanaments Julian. Dies estan dina i neuart esclanja un bunder legendar en esclanja estafans tundens un emen bon. Esclaseus tunden. Ok. okay, das hat mich erschreckt. Das kleine Das ist doch eher die Schnellschlinge, oder? Das ist doch eher die Schnellschlinge mit den... Oh, ach, Katala. Ja, das ist eine schöne Text-to-Speech für unser wildes Zeug. Ja, ich nehme an, dass das die Schnellschlinge ist und nicht das da. Wild. Okay. Okay, ich kann wieder reisen. Was passiert, wenn wir hier hingehen? Okay, es ist noch zu früh. Wir können es noch nicht machen. Bing! Da ist sie! Es ist Zeit. Der Diener ist wieder unterwegs. Zeit zu handeln. Triff mich am Ritualplatz. Ich hoffe um unser aller Willen, dass du in der Lage warst, die alle nötigen Pflanzen zu finden. Oh boy. Oh boy. Oh boy, I'm so scared. I'm so scared. I am so scared. Ein kleiner Schrein aus Stein befindet sich an der Seite der Lichtung, ist verlaufen von Frillen aus dem Zentrum des Steins, die sich zur Basis hin verbreitern. Fünf Plätze der fünf Pflanzen. Oh, 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 meint ihr, es ist egal, wie rum es ist? Ich hab noch mein Buch, ne? Oh Gott, mein Herz. Mein Herz. Warte, das hier war das Teufelskiefernadeln. Das ist das Teufelsding, ne? Teufelsnacht, leicht angenehme, ja. Oh Gott, okay, das ist die Pflanze Nummer 1. Dann Pflanze Nummer 2 ist der Knöchelgreifer. Die Pflanze Nummer 3 bringt große Angst, das ist das Witwenleid. Moment, das Witwenleid. Wir gucken noch mal ganz kurz. I'm so scared. Oh mein Gott, I'm so scared. Warum bin ich so scared? Nosa, wir stehen hinter dir. Ruft von 3 Kilometern Entfernung. Okay, das vierte löst den Fluch. Das ist die lange Wehrekund. Und das letzte ist halt die Frage. Zuletzt ein Blütenblatt für das schwarze Blut, so steht's im Buch. Also gegen das schwarze, deswegen wird es eher älteste Sporn. 4 von 5 Pflanzen sind korrekt, so knapp, die Zeit drängt, ich muss das richtig hinbekommen. Warte, dann probieren wir es aus, als ob die goldene Dendra das jetzt ist. Kabalia Trantium. Warte, irgendwo war die vergoldete Dendra. 3 von 5 Pflanzen korrekt. Okay, dann ist es das hier unten. Oh Gott, dann war das schon richtig. Dann ist die hier falsch. Oder die hier. Das ist die hier. Das Witwenleid. Sagt halt.
Anis. Weil das ist... ja. Dunkle Blätter. Die dunklen Blüten sind aus einem Bett langer, dünner Blätter herangewachsen und sie wird wegen seines unangenehmen Geruchs auch Borstenfuß genannt. Da fehlt mir eine Pflanze. Mir fehlt eine Pflanze, oder? Oder sind die hier? Es ist die hier. Oh mein Gott! Oh Gott. I'm so sorry. Ich war so scared. Gut gemacht. Ab hier übernehme ich. Ich drehte zurück und beobachte, wie Verona um den Schrein herumgeht und mit sanfter Stimme Zauberformeln aufsagt. Mir kommt es so vor, als ob einige Zeit vergeht, bevor sie wieder aufsieht. Doch tatsächlich waren es wahrscheinlich nur 10 Minuten. Nichts passiert. Wie meinst du, dass nichts passiert? Haben wir die richtigen Pflanzen? Ich denke ja, vielleicht müssen wir nur etwas Geduld haben. Ein lautes Geräusch hinter uns lässt uns alle aufschrecken. Als ich mich umdrehe, blicke ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Von der anderen Seite der Lichtung schreitet die Frau mit der Jademaske ganz ruhig und langsam auf uns zu. Hinter ihr ist die große und furchteinflößende schwarze Silhouette des Dieners zu erkennen. Oh mein Gott! Schwarze Silhouette. Mhm. Das Ding ist riesig. Wie war das mit Geduld haben? Uns läuft die Zeit davon. Habe keine Angst. Ich bin hier, um freiwillig aufzugeben. Der Diener darf nicht... Die Kreatur macht einen Satz nach vorne und führt ihren Arm dabei wie eine Sense auf sie zu. Ein Schrei hallt durch die kalte Luft und sie fällt ihren Boden kopfschützend auf die Knie. Ihren Kopf schützend auf die Knie. Der Schwung der Bestie geht seitlich an ihr vorbei und die Klaue landet im Dreck auf dem Boden anstatt im Rücken der Frau. Ich kann ihn nicht länger zurückhalten. Du brauchst das hier. Sie wirft uns eine kleine Fiole mit einer roten Flüssigkeit zu, die Ruben geschickt abfängt und ins Licht hält. Blut. Schnell, ich weiß, was zu tun ist. Verona schnappt sich die Fiole und fummelt den Korken heraus, während sie sich dem Schrein zuwendet. Der Diener hat seine Klaue wieder aus der Erde befreit und schreitet langsam mit seltsam zuckenden Bewegungen voran. Verona gießt das Blut in ein kleines Loch am Schrein und dann passiert alles ganz schnell. Eine Säule aus weißem Licht schießt aus dem Altar auf den Diener zu und trifft ihn auf der Brust. Die riesige Bestie schreit auf und stolpert rückwärts, während sie die Schreie der Frau mit der Jademaske übertönt, die ihren Kopf festhält und sich vor Schmerzen auf dem Boden windet. Ah! Weiß! Es geht ein allmächtiger Donnerschlag hernieder, alle werden von einem blitzenden Licht geblendet und dann ist der Diener plötzlich verschwunden. Ein Fleck aus verbrannter Erde qualmt dort, wo er vor wenigen Augenblicken noch stand. Mein Kopf dreht sich. Was war gerade passiert? Hat's funktioniert? Haben wir den Diener besiegt? Freitag, als sich der Staub gelegt hat und der Diener bezwungen war, war ich in der Lage, über die Ereignisse der letzten paar Wochen zu reflektieren. Wir hatten Glück, dass Thea so lange gelungen ist, die Kontrolle über die Bestie zu behalten. Wer konnte schon ahnen, was passiert wäre, wenn sie die Zerstörung nach der er verlangte, nicht hätte verhindern können. Andamir war noch nie so freudestrahlend und voll von Leben. Die ganze nervenaufreibende Spannung, die sich aufgebaut hatte, löste sich von einem Augenblick auf den anderen in Luft auf. Und die Menschen nutzen ihre Energie nun, um zu feiern und glücklich zu sein. Sie kennen natürlich nicht die ganze Wahrheit. Sie wissen nicht, dass Thea, die Frau mit der Jademaske, diejenige war, die den Diener beschworen hatte. Ich habe Ruben versprochen, dass ich es ihm überlasse, dieses Durcheinander zu regeln. Sie ist schließlich seine Tochter. Stimmt, es war Rubens Tochter. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer von denen. Ich konnte mich doch nicht erinnern, aber es war Ruben, der das jetzt... Sie haben es dann zusammen geschafft, das zu machen. Oh, noch da.
was mich angeht, naja, ich bin wieder in meinem freundlichen kleinen Strange Horticulture und Nieswurz leistet mir natürlich Gesellschaft. Es ist ruhiger hier, aber ich bin zufrieden und es gibt immer neue Pflanzen, die es zu entdecken und zu erforschen gilt. Okay. Okay. Oh mein Gott. Und ich wusste, dass es unterschiedliche Enten gibt, aber er ist am Leben. Das heißt, er ist am Leben, Reuben Ward, der Ermittler. Versucht, wieder mit seiner Tochter Kontakt aufzunehmen. Am Leben, Verona Green, die okkulte Gelehrte. Sie sucht regelmäßig Rat bei dir. Ihr seid enge Freunde geworden. Ennis Aylford, Kultist versteckt, wurde seit dem Sieg über den Diener nicht gesehen. Es kursieren Gerüchte, die behaupten, dass er wieder in Rydal Cave lebt. Verwundert, Forrest Weir, der Jäger, sowohl sein Körper als auch sein Stolz haben Schaden genommen, doch er lebt. Hätte man das verhindern können, ich weiß es nicht. Man hätte ihn auf jeden Fall, dass er tot ist, das hätte passieren können. Verstorben, Bethany Coleman, die Schwester, vom Diener getötet. Hätte man das verhindern können, ich weiß es nicht. Am Leben, Faye Swift, das Medium. Seitdem du das Ritual durchgeführt hast, hat sie nicht mehr vom Diener geträumt, weil sie halt ein Medium ist, ne? Versteckt, Thea Ward, die Frau mit der Jademaske. Sie schämt sich ihrer Taten, die so viel Leid und Tod verursacht haben. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich von diesem Trauma jemals wieder vollständig erholen wird. Am Leben, Isidore Burbridge, der Anwalt, führt momentan rechtliche Schritte gegen Strange Horticulture durch. Warum? Ich habe ihm das gegeben, was er wollte. Der schlafende Dendrew. Dendrew. Sieht aus wie Denaru. Aber es ist der Dendrew. Es ist vollbracht, der Diener ist wieder nichts weiter als eine finstere Geschichte, die im Regal verspraut. Ende. Beendet zwei Ältestensporen. Wir haben es durchgespielt. Ist da noch was dahinter? Pflanzen identifiziert, 60 von 77, es gibt noch Game Plus. Klapp, dankeschön. Hast du jemals vom Kloster des Schwarzen Schleiers gehört? Ich denke, das würde dich interessieren. Ich habe von einem Mann aus Ravenglass davon erfahren. Wenn es dich jemals dort in die Nähe verschlagen sollte, dann frag ihn danach. Er ist der Besitzer der Hufeisenschenke an der Hauptstraße. Ravenglass, Kloster Schwarzschleier. Ravenglass, warte. Ich werde von einem Mann mit einem dichten schwarzen Bart und freundlich aussehenden Augen begrüßt, der sich sehr über ein offenes Ohr für deine Geschichten erfreut. Du wirst das Kloster des Schwarzen Schleiers auf keiner Karte verzeichnet finden. Sie wollen nicht gefunden werden. Das Kloster befand sich am Rande eines Waldes, so viel weiß ich noch. Wir sind wohl nach Westen gegangen, weil die Sonne an diesem Abend in mein Gesicht schien. Wir haben zwei Flüsse überquert. Okay, wir werden davon einen Brief bekommen. Oh, okay, das heißt, es geht noch weiter. Das ist zuvor. Warte, das ist zuvor? Zuvor. Also vorher? Das ergibt keinen Sinn. I'm confused. I'm confuddled. Dann sind wir einem Fluss für eine Weile gefolgt. Also warte, wir sind nach Westen. Zwei Flüsse überfolgt und dann... Sind wir einem gefolgt? Warte mal, weird. Rande eines Waldes, okay. Ich habe ihn auf einer Reise links neben mir hören können. Das ergibt keinen Sinn. Okay. Dann haben sie mich hier in Ravenglass zurückgelassen und seitdem bin ich hier geblieben. Ach so, die sind vorher... also hier? Da? Ungefähr? Als ich mich gerade auf den Weg machen wollte, fügte er hinzu.
Ja, wenn du es wirklich hingehen willst, solltest du das hier besser haben. Okay. Es gibt also 77 Pflanzen. Das hier ist auch... Moment, das muss doch auch... Das muss doch auch was sein. Es gibt leider keine Löcher. Aber... Wo ist ein Bech? Bech? Da ist, es müssen zwei, die nah beieinander sind. Wo könnten... So? Nee, die sind zu weit auseinander. Da suchen wir gerade nach einem Berg, wo quasi... Eins, zwei runter, eins nach rechts. Eine Stadt ist. Und dann nochmal hier. Und da oben ist noch eine Stadt. Aber das ist zu weit auseinander. Könntest du... Da. Oh, ich sehe es. Hier. Da sind wir gerade. Da ist Sudbury Castle. Da. Und wenn wir hier... Zwei nach oben, eins nach rechts hierhin, bitteschön. Die Sonne... Die Sonne hängt niedrig am Himmel. Ich bin müde nach diesem langen Tag. Ich habe mir diese Belohnung verdient. Einsammeln. Neue Pflanze. Warte, dann war das die falsche. Aber wir hatten hier... Warte. Kann ich da... Natürlich sagt es mir das dann nicht, dass das die Schnellschlinge ist. Das wird... Wird es ja nicht akzeptiert. Ich würde gern die. Na, habe ich's abgemacht. Und das da war. Das war. Das ist ganz sicher Teufelsnacht-Kappe. Das war einfach irgendwas. Wild. Janusa-Time. Bei mir ist es gerade... Oh. Oh, es ist gerade morgens bei Luna. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Dass, wenn ich so früh morgens noch wach bin, dann... Sie geht ja spät ins Bett, deswegen... Schätze ich, dass sie um die Uhrzeit nicht da ist. Das können wir wegpacken. Oh, Elixier des schwarzen Schleiers. Ich mache noch ein kleines bisschen und dann... Dann gehe ich ins Bett. Wir haben die Story beendet und... ja, wir haben die Story beendet und dann einfach nur ein bisschen... Nur so ein bisschen hin und her daddeln. Weißt du was, wir machen... Das danach, wir machen erstmal Bing. Simone. Ich freue mich, auch dich wieder zu sehen, Eastwoods. Dich zu sehen, Eastwoods, ist es eine Weile her, ja genau. Du scheinst so entspannt wie eh und je. Dich bringt wirklich nichts aus der Ruhe, oder? Ich muss zugeben, dass ich in meinen Büchern versunken war und wohl die ganze Aufregung verpasst habe. Ich habe aber gehört, dass du und deine Pflanzen dabei eine Rolle gespielt haben, also es ist nicht zuvor. Guten Morgen, Luda, wenn du das im VOD schaust, nur so... Er sagt dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, kann er das auch noch ausrichten. Ich habe aber gehört, dass du und deine Pflanzen dabei eine Rolle gespielt haben. Ich hatte gehofft, dass du mir beim Identifizieren all dieser Pflanzen helfen würdest. Beginnen wir mit der Mondlichtblume Bellanox. Ich habe sie schon immer geliebt. Das heißt, die hilft uns dann einfach gerade jetzt. Haben wir das hier? Wundervoll, haben wir die überhaupt? Oh. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir da jetzt hingehen und die holen. Sonst würde die hier unten auftauchen, schätze ich.
Okay, Zeit da doch hinzufahren. Hinzugehen. Jetzt war die Möglichkeit, meine Pflanzen zu sortieren. Das heißt, wir haben keine 77 Pflanzen. Wundervoll. Das Elixier des schwarzen Schleiers. Keine Samen wird wachsen, der nicht welkt. Kein Wasser im Fluss auf ewig schwelgt. Bis zu des Menschen letzter Feier. Wir alle werden ihn tragen. Irgendwann den schwarzen Schleier. Blatt des Durian. Dunkle Blume mit dem langen U. Geruch des Zwielichts. What? Ihr könntet's aber auch nett wilder formulieren. Blatt des Durian. Durian, okay. Die dunkelroten Früchte sollten unter gar keinen Umständen verzehrt werden, da sie hochgiftig sind und zum Wahnsinn und darauf folgend zum Tod führen können. Ein Querschnitt des Stängels zeigt die charakteristischen dreifachen Xylem und Phloem des Durians. Okay, okay. Okay, das Harnspannen. Wir haben nicht mehr so viele Pflanzen, die wir eigentlich nicht identifiziert haben. Deswegen nehme ich an, dass die Pflanze hier. Rote Früchte. Es sind keine dunkelroten Früchte, laut Dings, aber. Wir probieren es mal. Storian. Dann die mit dem. Das war Tum. Tum. Tum wird als Duftstoff benutzt. Okay. Meinst du? Das ist die hier, oder? Ich glaube schon. Die haben wir von Anfang an. Okay, und Geruch des Zwielichts. Wie finde ich denn das Geruch des... Den Geruch des Zwielichts. Wie findet man den Geruch des Zwielichts? Okay. Zwielicht, Lepiota. Im Zwielicht, wo die Schatten werden groß, nimm Blatt und Wurzel und das Auge der Krähe bloß. Eine Pflanze der Finsternis, der Hoffnungslosigkeit und der dunklen Magie. Lass dich von der hübschen Blüte nicht täuschen. Der Gestank, den sie verstümmelt, riecht faul. Okay. Ich würde sagen, das da. Nee, das ist es nicht. Das da ist es. Yay! Das heißt, damit haben wir sie aber identifiziert. Gleich drei nochmal dazu. Das war... Und... An der Pflanze ist was faul, ja. Zwielicht Lepiota. Wundervoll. Was war da drin? Tum. Tum war das hier. Die haben wir von Anfang an. Und wir haben erst zum Ende das Ding bekommen. Das ist so gemein. Und was war das? Das erste ist Durian. Okay, warte. Ich muss mich wieder dran erinnern, wie es aussieht. Dunkelrote Früchte. Die haben wir auch sehr lange. Wo ist die wo ist sie hin? Da. Nee. Wo ist die Pflanze hin? Um.
Die Pflanze ist verschwunden. Wieso ist die Pflanze... Bilde ich mir das nur ein? Das hier war das Witwenleid, ne? Dass das... Witwenleid. Da ist sie. Storian. Und wo ist der Trank hin? Da. Schwarzer Schleier. Schwarzer Schleier. Fabelhaft. Du wirst das Kloster des Schwarzen Schleiers auf keiner Karte verzeichnet. Sie wollen nicht gefunden werden. Das Kloster befand sich am Rande eines Waldes, soviel ich weiß. So viel weiß ich noch. Wir sind wohl nach Westen gegangen. Nie ohne Seife waschen? Ja, von wo aus ist das Problem? Weil die Sonne an diesem Abend in mein Gesicht schien. Wir haben zwei Flüsse überquert. Dann sind wir einem Fluss für eine Weile gefolgt. Ich habe ihn auf unserer Reise links neben mir hören können. Dann haben sie mich hier in Ravenglass okay. Sie sind über... Okay. Wir haben zwei, aber das würde ja immer noch... Ich verstehe es nicht ganz. Wir sind nach Westen gegangen. Mhm. Wir haben zwei Flüsse, aber dann würden wir doch... Ja, wenn wir links Wasser haben, okay. Aber... Was heißt es dann hier so? Nee. I'm too stupid. Das Kloster befand sich am Rande eines Waldes, so viel weiß ich noch. Wir sind wohl nach Westen gegangen, das heißt, sie kamen aus dem Osten. Wir haben zwei Flüsse überquert, sind dann einem Fluss für eine Weile gefolgt. Na, wenn sie in Ravenglass... Das heißt, man ist so in die Richtung gefolgt, I guess. Dann hier. Und dann schätzungsweise da. Zwei. Natürlich könnte es auch hier sein. Das ist schwierig. Das ist schwierig formuliert. Das ist schwierig formuliert, finde ich. Und hier kann ich nicht zurück, weil mir fehlt die Mondlichtblume. Tipp, ich muss meine Briefe nochmal durchschauen. Ich bin mir sicher, ja. Ja, okay. Das beweist es. Na, Pflanzen, dann gießen wir mal kurz. Aber dass die tatsächlich so viel Content haben, dass man noch ein Post-Game quasi hat. Also Post-Story-Game. Okay, wir probieren es hier. Warum bin ich hierher gekommen? Fabelhaft. Und dann hast du so Momente, wo du einfach warten musst, damit sich das wieder auffüllt. Ist es das wirklich? I don't know. Ich gieße einfach noch einen Moment. Ich bin ja der Hoffnung, dass dann irgendjemand noch online ist, zu dem ich rüber kann. Komm schon. Die Pflanze zum Beispiel habe ich noch nicht identifiziert. Die schon. Die hatten wir auch schon eigentlich identifiziert, oder? Die hier. Nee, hatten wir nicht. Das war eine andere. Okay, okay, okay. Und wir können weiter. Ist es dann hier? Help me. Ich hätte jetzt gedacht, das tatsächlich... Weißt du was? Ich denke mal scharf drüber nach. Strange, hardy,
Alter, Raven Glass. Abbrechen. I accept. Nein. Was? Okay. Nein, danke. Okay. Man geht's nach Ravenglass. Aha, aha, aha. Ja. Aha, das habe ich herausgefunden. Also I'm intelligent. Aha. Was, ist das jetzt ein I oder ein L? Ich schätze es ein L. L12. Wie L12? Oder ein I12? Jetzt wär's ganz interessant mit Capital. Convert Case. Gucken wir mal, ist es ein L oder ein I? Disagree. Es ist ein I. Ein großes I. Wieso schreibt man ein großes I? Junja, das heißt, ich bin, weil ich mir dachte, dass es hier ist, habe ich doch, das soll hier sein. Okay. Okay. Vielleicht ist es doch zu spät für solche Spiele. Drei Gestalten, ihre Gesichter hinter schwarzem Stoff verborgen, kommen heraus, um mich zu empfangen. Die Gestalt ganz Licht spricht zuerst. Die Mönche des schwarzen Schleiers wissen vom Pflanzenkundler, dann fügt die Gestalt in der Mitte hinzu, sie werden ihr Wissen teilen, wenn sie eine Bezahlung erhalten. Der Dritte im Bunde bleibt stumm. Da, bitteschön, Elixier benutzen. Elixier identifiziert, yay! Die dritte Gestalt des Trios nimmt das Elixier an sich und gemeinsam verschwinden sie ins Kloster. Einige Zeit später kommen sie mit einem Stapel Pergamente zurück. Bucheintrag. Okay. Fabelhaft. Das heißt, ich habe in meinem Büchlein noch ein bisschen mehr. Da ist die Bellanox. Bellanox, die Mondlichtblume, dunkel, mysteriös und wunderschön. Sie verzaubert die Menschen seit Jahrhunderten. Man sagt, dass sie Menschen mit einer Besessenheit grenzenden Leidenschaft in den Wahnsinn treibt und sie auf verführerische Weise... Jetzt zweimal das Wort verführerisch falsch gesagt. In ihren Tod lockt, wie der Gesang einer Sirene. Mhm. Das sind kleine. Dunkel mysteriös. Das ist die. So. Wundervoll, das ist tatsächlich Bellanox. Und wir sind bei 64 von 77. Warte. Bellanox. So. So, Frühlingswachskappe. Ist das ein Pilz oder? Das heißt, die wird uns jetzt helfen, das Ganze zu machen. Ein essbarer Pilz mit schwachen medizinischen Eigenschaften. Wenn er in getrockneter Form verzehrt wird, kann er Schmerzen lindern. Okay, das hier. Frühlingswachskappe. Okay. Havarak, eine romantisch veranlagte Seele, hat mir einmal einen Havarak-Stängel geschenkt. Ich glaube, dass in den armen Jungen beleidigt, dass ich den armen Jungen beleidigt habe, als ich ihn bei dessen Duft angefangen habe zu würgen. Er hat es als schlechtes Omen interpretiert. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt wahrscheinlich ein paar der Pflanzen noch durch. Havarak. Hübsche blaue Blüten, die den Stiel dieser beliebten Pflanze zieren. Man sagt, dass wenn man seiner besessenen,
besseren Besessenen. Wenn man seiner besessenen Hälfte. Mit seiner besseren Hälfte Mondschein etwas Havarak schenkt, beide ein langes und gesegnetes Leben erwartet. Okay. Die kleine Blaublüten, das ist die Pflanze. Dankeschön. So. Mal sehen, wie lange, ob wir alle die identifizieren müssen. Aber es wäre wenigstens Completionist. Okay. Ich denke, bei Mitternachtsnah muss ich passen. Danke. Okay. Mitternachtsnah. Mitternachtsnah. Von einigen als Aphrodisiakum verwendet, doch der starke Schwefelgeruch hält die meisten Menschen eher auf Abstand. Dieser dunkle Pilz besitzt einen fleischigen Bauch, der einen einzigartigen scharfen Geschmack haben soll, falls man mutig genug ist, ihn zu probieren. Okay. Dunkler Pilz, ne? Er riecht faul. Wundervoll. Es ging nur um den dunklen Pilz. Mit der Nacht. Na? Je mehr wir haben, desto einfacher wird es dann auch noch, das Ganze zu identifizieren. So. Oh, Dämmel klingt gut. Ich frage mich, ob das die Pflanze ist, die Mutter in ihren Tee gibt. Ich habe schon immer gedacht, dass sie eine geheime Zutat haben muss, die den Tee besonders beruhigend macht. Dämmel. Dämmel ist ein schöner Name. Diese unscheinbare Blume ist mit der gewöhnlichen Distel verwandt. Manchmal werden die Blätter zu einem Tee aufgebrüht, der bei Angstzuständen hilft. Okay. Das Problem ist... Geld. Oh, ich werde tatsächlich müde. Das ist gut. Dass ich so langsam meine unidentifizierten Pflanzen nicht mehr auf einem Haufen habe. Was ungut ist. Warte. Die ist unidentifiziert. Die ist unidentifiziert. Die hier... Okay, wir haben sie gefunden, die Pflanze. Aber ich pack das nochmal. Ja, Robert. Dann können wir auch nachzählen, wie viele wir noch brauchen. Ob das dann tatsächlich stimmt oder nicht. Oder ob wir noch neue Pflanzen finden werden. Die sehen alle identifiziert aus. Wupp, wupp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das kommt genau hin. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr viel machen müssen. Okay, das ist Dämmel. Die Auswahl wird kleiner. Geringes Marienblatt kenne ich nicht. Okay, das kriegen wir hin. Geringes Marienblatt. Geringeres Marienblatt. Da bin ich in ihre Stimme verfallen. Die runden Blütenköpfe des Marienblatts bestehen aus kleineren gelben Blütchen. Ein einziger Tropfen des stark riechenden Saftes dieser Pflanze kann die geistigen Fähigkeit einer Person komplett lahmlegen. Der Konsument wird langsamer und versteht nichts mehr. Ach, das ist das Zeug, was der eine Typ wollte, dass wir das dem geben. Dass wir das dem Jäger geben und nicht so, no dude, how about no. Aber das hätte man auch machen können. Wombat. Wie kommst du jetzt auf Wombat? Ist dir das spontan wieder so als Ausruf in den Kopf gekommen? Hier steht, dass Umbrella nach Erdbeeren riecht. In diesem Laden schwirren so viele verschiedene Gerüche rum, ich kann nichts auseinanderhalten. Nach Erdbeeren. Umbrella. Er gibt einen kraftvollen Balsam gegen Herzkrankheiten. Sie heilt die Krankheit nicht, sobald man einmal da ist, aber sie lindert die Schmerzen, verlängert das Leben. Umbrella besitzt lange abgerundete Blätter,
und eine Blüte, die nach Erdbeeren duftet. Wir haben eine Blüte, die nach Erdbeeren duftet. Ja, stimmt. Das ist wie Hoppla. Ich sag das einfach manchmal so. Ja gut, ich sage Hoppla, wenn irgendwas schief geht oder wenn irgendwas passiert ist, so ups. Ja, Hoppla. Nach Erdbeer riechende Pflanze. Die will ich haben. Ich pack mir einfach 20 davon. Ins Zimmer. Dann riecht alles immer nach Erdbeeren. Ich habe noch nicht einmal von Evulum gehört. Okay. Evulum kriegen wir hin. Evulum. Der Geruch, den es produziert, wird von manchen als zu stark beschrieben. Doch es soll die Sinne stimulieren und schmerzende Knochen verjüngen. Schmerzende Knochen verjüngen. Evulum hat viele hübsche kleine Blätter. Der ist der? Wäre das Einzige, was hier noch dazu passt. Okay. Gut, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre ich frustriert gewesen. Evulum. Wir haben nicht mehr so viele. Wir haben ja die Pflanzen alle. Sonst müssen wir sie nur identifiziert haben. Das nächste ist Pfennigglocke. Weiter. Es ist nur schade, dass man das hier in so einem Nachhinein Postscript-mäßig machen muss. Die Blätter der Pfennigglocke werden von manchen wegen ihrer halluzinogenen Eigenschaften gekaut. Es besteht jedoch eine hohe Suchtgefahr und kann zu Krankheiten und zum Tod führen. Oh, fabelhaft. Dann ist das die hier. Wenn ich Hoppla sage, kommt immer von meiner Schwester ihrem Freund, Schatz, echter Name, hat ein Hoppla gemacht. Na dann. Das klingt so ein bisschen falsch, ne? Pfennig, was auch immer. Wie heißt es? Pfennigglocke. Ja, du hast ein Hoppla gemacht. Klingt so ein bisschen, als ob du irgendwo hingemacht hättest. Meine Mutter verwendet Burdumblumen oft beim Kochen. Sie ist zu stur für Aberglauben. Burdumblumen. Burdum. Burdum. Die dicken Burdumblätter passen hervorragend zu verschiedenen Suppen und Eintöpfen. Abergläubische Menschen möchten Burdum nicht in ihrem Haus haben, da es Unglück bringen soll. Das da. Identifiziert. Boom. Was hast du schon wieder angesteckt? Was hast du zum Explodieren gebracht? Ich bin hier nur noch am Sammeln der restlichen Pflanzen. Ein weiteres pflanzliches Heilmittel für Halsschmerzen, das nicht funktioniert. Naja, schauen wir es uns wenigstens an, wie es aussieht. Poliskus. Die Poliskusblüte wird zu einer Paste zerstoßen, um Husten und Kratzen im Hals zu heilen. Dieser Autor kann berichten, dass die angebliche Heilung nicht funktioniert. diesmal war es nur ein Reifen, oh Gott. Aber hoffentlich nicht während der Fahrt. Ich nehme an, dass das hier die Pflanze ist und nicht die da. Oh! Dann war es doch die hier. Okay. La-di-da-di-da-di-da. Poliskus. Während einer Fahrt wäre das nämlich ungut, glaube ich. Neptuns Garn. Boom, boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Nee, ich würde nie was während der Fahrt explodieren lassen. Bist du dir sicher? Solange du nicht drin sitzt, ne? Neptuns Garn, auch Wahrheitsmund genannt. Diese Pflanze zwingt eine Person nach dem Verzehr dazu, die Wahrheit zu sagen. Die Blüte besitzt nur wenige Blütenblätter und gibt einen starken Geruch ab. Okay, dann ist das das Neptuns Garn. Sicher? Ja. So. Ja, ich habe nicht so viele
interessante Pflanzen, sag ich schon. Facts. Ich hab nicht so viele interessante Facts. Das ist nur für Leute, die halt noch nicht da ist. Ja, und Lunas PC hat tatsächlich den Spitznamen Devilskin. Oh, den wird sie dann noch holen müssen. Was Fleisch... Ich suche nach der fleischfressenden Torren bei T, weil fleischfressen ja überhaupt nicht sings. Ja, weil ihr PC, als sie den das erste Mal zusammengesetzt hat, hat der genau 666 Euro gekostet. Ich schätze, das ist die hier. Okay. Ganz ehrlich, würde ungern von dieser Pflanze aufgefuttert, so angeknabbert werden. Das steht hier ja. Im Norden, nach dem unglücklichen Ableben des Andrew Jardin, auch als Andrews Fluch bekannt, er wurde von einer großen Spezies der Torren gefangen und bei lebendigem Leibe verspeist. Ja, das ergibt Sinn. Und Devilskin auch ein bisschen, weil er ihr Stress gemacht hat. Und Prittel. Letzte Pflanze. Prittel. Mit Zahnstöchern zusammenstehen. Würde auch eventuell funktionieren, außer die Pflanze frisst dich zuerst. So, das scheinen alle zu sein. Weißt du, ich finde, dass du dir das Recht verdient hast, dich als erfahrene Pflanzenkundlerin zu bezeichnen. Okay. Tag beenden, jetzt ist aber Ende. Also mein Notebook heißt jetzt Problemo. Hat schon beim Kaufen ein Problem, weil die Kamera nicht funktioniert hat. Ja, dann kannst du es ja zurückgeben. Oder reklamieren. Wir haben es beendet. Wir haben es vollbracht. Es ist komplett alles fertig. Dang. Ich hätte das gute Ende. Definitiv. Spielende, ja. Ich habe... Das war nur das Postscript. Das Spiel ist zu Ende. Ja. Auch wenn ich nicht... Ich werde nicht alle Enden sammeln. Oder wenn, dann vielleicht für mich alleine. Aber ich will den Charakter nicht wehtun. Dafür warst du nicht bereit. Pingu, Junge, wir haben die Story vor 20 Minuten fertig gemacht. Was? Es ging jetzt tatsächlich das Wilds, nur das Postscript mäßig. So das, hey, finde noch eine Pflanze. Und dann, ja. Tja. Dann identifiziere alles, damit du alles beendet haben kannst. Hatte eine gratis Reparatur, habe nur 2 Wochen gewartet. Ja, 2 Wochen ist ganz gut für ein Dings. Ist halt blöd, wenn das Ding von Anfang an kaputt ist, ne? So. Übrigens, ich hab, wo ich so scharf nachgedacht habe darüber, weil ich mir den Begriff jetzt geklaut habe, ist, wenn wir am Anfang den einen Typen getötet hätten, den wir hätten töten können, dann wäre jetzt ein Police Officer gekommen. Und wir hätten den auch noch töten können. Und wir hätten im Gefängnis landen können. Oh mein Gott, man hätte im Gefängnis landen können. Aber nein, I'm a good egg. Ich bin ein gutes Ei. Ich bin ein guter Gremlin. Mein Auge juckt, ich hab da was drin. Pingu einfach nix mitbekommen. Ah, oh, Himmel, Arsch und Zwirn, mein Auge juckt. Gremlins sind im Innern auch im Akut. Auge, das Jucken. Ja, Jucken, Auge. Ich sollte aufhören, dran rumzufummeln. Hättet ihr denn jemanden, zu dem man rübergehen könnte? Ich werde jetzt nicht noch mit dem juckenden Auge weitermachen.
Sowieso Spiel vorbei. Spiel aus, Ende. Kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden habt. Ich hab niemanden tatsächlich auf der Liste. Vor 10 Minuten ja, aber sie ist so lang gegangen. Ich weiß nicht. Also, ich hätte eventuell Merre, aber Merre hat so viele Leute, die auch noch zugucken. Und ich glaube nicht, dass sonst noch jemand Strange Horticulture gerade spielt. Außer mir. Ich habe keine Kategorien, wo ich einfach so hinraiden würde. I guess dann zu Merre. I guess. Es ist... Naja, weißt du was? Sie war mal Moderatorin in dem einen Server, in dem ich war, und sure. Sie kennt mich noch, glaube ich, hoffe ich. Eventuell. Liegt daran, dass wir zu strange sind. Darf ich sagen, dass jedes Mal, wenn ich dieses Zwinker-Emoji sehe, also ich, dass da totaler Sarkasmus bei mir ankommt. Und ich weiß nicht warum. Nicht so ein Winky Face, sondern wirklich. Ja klar, natürlich ist das so. Mhm. Okay. Ich muss echt mein Auge untersuchen. Ich glaube, ich muss es eventuell ein wenig auswaschen, weil... Oh, help me. Warte. An und für sich, nee, und ich mache jetzt nicht einen Stream, habe schon die Weihnachts-Overlay weggemacht. Mach Chili drauf. Nein, danke, Pingu. Nee, es war ja die Frage nicht, willst du streamen, sondern kennst du jemanden, der gerade noch online ist? So. Stream-Manager. War das eine Katze, der gerade runtergesprungen ist? Ja, tatsächlich. Hat man das so gehört? Oh no. Oder das mit dem Augenjucken. Ich habe gehört, Souls würde helfen. Ja, wundervoll. Nee, ich habe tatsächlich so ein Ding zum Waschen von Augen. Er ist mit dem ja, das kann sein. Oh no, ja, stimmt. Er ist nämlich aufgestanden und runtergesprungen. Ach, Nosa. War was dann? Ach, Nosa. Ich hab doch nix getan. Ach, Nao. Oder Yuki, es war Yuki. Moment, ich muss ganz kurz. Ja, was kann ich denn dafür, dass die Katze aufsteht und da ging dotzt? Okay. Wir haben hier auch keine Musik. Es ist einsam und traurig und weiß ich nicht was. Wir raiden. Wir raiden zu Merre rüber. Es war schön, dass ihr noch da wart. Weil, sonst wäre ich alleine gewesen und einsam. Und mit meinen Gedanken wollte ich nicht. Merre spielt World of Warcraft. Pingu, sie wohnt in der Schweiz. Sie wohnt in der Schweiz und kann, also seit einer ganzen Weile, also sie ist Deutsch, die in die Schweiz ausgewandert ist vor, keine Ahnung, als sie Teenagerin war. Joa. Deswegen ist sie auch in irgendeine Schweizer Gruppe, was auch immer, gibt Discord-Gruppen und so. Ja, mach dich ran, Pingu. So. Eigentlich eine nette Lady. Ich war lange nicht da bei ihr im Stream. Weil, weiß ich nicht. Ich wünsche euch noch frohes Crimbo. Lasst euch nicht von den Bettwanzen beißen. Und ja. Sonst sehen wir uns das nächste Mal. Ich weiß nicht, wann das ist. Vielleicht schon ein paar Tagen.
Also, Quicke, bye bye.